ich sorge dafür, dass meine Pelze der Hauptabsatz für LCL werden. Bevor die mitkriegen, was dahinter steckt, wachsen dem alten Kasten hier Ohren. Ich weiß noch nicht, wie du dir LCL unter den Nagel reißen willst, aber ich mach da nicht mit. Deine Familie erzählt dir noch nicht mal, dass euer Unternehmen auf dem Spiel steht. Ich meine, was bist du für die? Schließt du dich dem Sieger an? Ich werde meine Spiel mal eine Weile ansehen. Wenn du mir jetzt vorschlagen willst, dass ich deine heimliche Geliebte werde, vergiss es. Sebastian, ich will dich nicht verlieren. Ich brauch dich. Hör mir zu. Unsere Wege trennen sich hier, ja? Wollen Sie Tanja von Lahnstein den hier anwesenden Ansgar von Lahnstein zu ihrem rechtmäßig angetrauten Ehemann nehmen? Ja, will ich. Ja. Ach komm, Tanja, lass gut sein. Hey! Tanja? Tanja! Was sitzen Sie da rum, Justus? Wir brauchen einen Notarzt! Ich werde es veranlassen. Los! Bitte, Tanja. Was hast du mit ihr gemacht? Ich habe sie geheiratet, verdammt noch mal. Was? Tanja! Tanja sagen wird sie auch nicht. Jetzt lass mich da. Was machst du denn da? Du brichst ja noch die Rippen! Soll ich sie sterben lassen, oder was? Geh weg! Ich weiß das doch überhaupt nicht. Du hast doch keine Ahnung, wie das geht, Mann. Wo bleibt denn dieser verschissene Notarzt? Sie atmet. Schön geworden, oder? Ja. Bis auf diesen Hut, den finde ich irgendwie nicht so geil. Echt? Ich finde, der passt super. Ist ja cool, wie du damit umgehst. Ich meine, immerhin hat der Strickmops den einfach in die Broschüre geschmuggelt, ohne das mit dir abzusprechen. Ja, das war nicht in Ordnung. Das habe ich Martha auch gesagt, aber das Ergebnis stimmt. Ja, aber stört es dich denn gar nicht, dass sie sich über deine Anweisung hinweggesetzt hat? Ich meine, du bist immer noch ihre Chefin. Mein Daddy würde jemanden, der nicht spurt, sofort feuern. Was? Nein. Und schon gar nicht jemand, der so talentiert ist wie Martha. Ja, das war doch nur ein Scherz. Ich kann es auch gar nicht glauben. Ich mache meine eigene Kollektion bei LCL. Und das auch noch mit der coolsten Designerin ever. Du, und heute bei der Präsentation, da lassen wir den Deckel einfach weg. Wie, du meinst den Hut? Also das halte ich für keine gute Idee. Wie jetzt? Naja, der ist doch jetzt schon in der Broschüre. Die Bloggerin hat ihn auch gesehen. Wenn wir jetzt noch mal den Look ändern, das ist kompletter Unsinn. Ja, aber ist doch meine Kollektion. Hey, ich weiß, wie das ist, wenn man sich eigentlich was ganz anderes vorgestellt hat, aber man muss einfach manchmal flexibel sein. The show must go on. Hey, wir schaffen das heute. Als Team. Deine Pelze, meine Entwürfe und die Accessoires von Martha. Und ich wette mit dir, die reichen Russinnen werden uns mit Vorbestellungen bombardieren. Und ich muss jetzt mal los zum Fitting. Bis gleich. Ciao. Gab es irgendwelche Symptome, bevor sie zusammengebrochen ist? Nein. Oder hast du irgendwas bemerkt? Nein. Kommt einer von Ihnen mit ins Krankenhaus? Du bist ihr Mann. Was? Nein, wenn du willst. Ich bin... Wieso sollte ich? Hey, alles in Ordnung? Willst du nicht mit ins Krankenhaus fahren? Sie ist deine Ex-Frau. Und seit einer Stunde mit meinem Cousin verheiratet. Hör zu. Tanja wird wohl jetzt erstmal eine Zeit lang ausfallen, das heißt. Unser kleiner Urlaub fällt ins Wasser. Klar. Verstehe ich. Das tut mir leid. Aber ich muss mich wohl jetzt erstmal um die Firma kümmern. Du solltest dich erstmal um Tanja kümmern. Los, fahr schon. Ich komme später nach, dann reden wir, ja? Medienhallo. Marlene? Ich bin Sebastian. Willst du mit mir gehen, wenn mein Erfolg? Weg in Erfolg. Dunkel führt?
komm ich schon. Mir gehen, wenn mein Tag schon Nacht wird. Ich bin wieder da. Die U3 ist super gelaufen. Tobi ist tipptopp in Schuss. Sehr gut. Wolltest du nicht den Tisch abräumen, während ich beim Kinderarzt bin? Wie wär's, wenn wir ein bisschen sauber machen und aufräumen? Hm? Papa? Was? Ich dachte, vielleicht machen wir ein bisschen Ordnung. Ja, hast recht. Es ist ganz schönes Chaos hier. Du kannst ja schon mal den Tisch abdecken und ich kümmere mich um die Wäsche. Willst du mit mir gehen, wenn ich nicht mehr bin wie einst? Willst du mit mir gehen, auch wenn du um gestern weinst? Wenn jedes Schweigen uns verrät, was reden wir? Tröstet mich auch dann ein Wort von dir. Willst du mit mir gehen? Du, ich hab gerade eben euer Bett abgezogen. Schau mal, das Kopfkissen hat voll einen Riss. Soll ich das wegschmeißen, oder? Was machst du denn da? Bist du wahnsinnig? Weißt du, worum es geht? Nee, keine Ahnung. Mitarbeiterversammlungen bedeuten nie was Gutes. Vielleicht sind alle gefeuert. Du bist ja ein richtiger Sonnenschein. Der ist ja süß. Und verheiratet. Die Guten sind immer verheiratet. Die Schlechten auch. Und wenn schon. Hast du seine Schultern gesehen? Mit einem Mann. Weißt du, um was es geht? Keine Ahnung. Sebastian hat mich nur gebeten, alle zusammenzurufen. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Tanja von Lahnstein einen Zusammenbruch erlitten hat und ins Krankenhaus eingeliefert worden ist. Ihr Zustand ist sehr ernst. Daher werden wir die für heute geplante Präsentation unserer neuen Pelzlinie absagen. Was? Aber das können Sie nicht machen. Die Leute haben zugesagt. Die Vorbereitungen laufen. Aber ich bin mir sicher, dass angesichts dieser Umstände jeder hier Verständnis dafür hat. Danke. Kümmerst du dich bitte um alles Weitere? Natürlich. Hey, Tanja wird bestimmt wieder gesund. Ich habe genau gemerkt, dass es ihr nicht gut ging gestern Abend. Ich habe gedacht, sie hat getrunken. Das macht dir nicht so einen Kopf. Erst Mama, jetzt Tanja. Willst du heute freimachen? Nee, dann mache ich mir nur noch mehr Sorgen. Die Arbeit wird mich ablenken. Komm, lass uns anfangen. Okay. Also, zum Glück war für die Sache keine große Presse geplant. Störe ich? Nein, gut, dass du da bist. Es gibt einiges zu tun. Na klar. Ich stehe total hinter dir. Die arme Tanja. Ja, würdest du vielleicht Tristan anrufen und das Catering absagen? Dann kümmere ich mich um die Bloggerin und würdest du die Models übernehmen? Ja, also so richtig cool ist das ja nicht, wenn wir so kurzfristig absagen. Ich meine, ich kenne mich damit nicht so aus, aber es ist schon krass, wenn die Leute erfahren, dass LCL gerade ohne Chefin ist. Ich meine, mir würde das auch nicht leicht fallen. Aber gerade, wo es dir doch immer so wichtig ist, dass wir professionell rüberkommen. Ja, du hast schon recht, das ist schon sehr kurzfristig. Also, ich kenne Tanja jetzt nicht so gut, aber sie ist doch eher der verspannte Typ. Ich meine, sie würde bestimmt nicht wollen, dass wegen ihr die Firma leidet. Ja, aber Tanja ist nicht da und ich möchte mich auch nicht gegen den Willen der Familie stellen. Ja, aber kümmerst du dich um das Catering, ja? Und hast du die Telefonnummer von der Bloggerin am Fach vorne? Ja, gut. Bis dann. Alexa, was gibt es? Tanja ist kollabiert. Und deine politisch korrekte Familie will meine Pelzpflege canceln. Was dann? Bist du noch dran? Ich warte darauf, dass du mir sagst, was ich mit der Sache zu tun habe. Oder rufst du an wegen dem Catering? Nein. Ich brauche deine Hilfe, damit die Show wie geplant stattfindet. Ach ja, du willst ja meiner Familie alles wegnehmen. LCL, Königsbrunn, das Vermögen. Und ich soll dir dabei helfen, richtig? Ja. Erklär mir gerade noch mal, warum genau ich das tun sollte. Weil du die Gefahr liebst und weil deine Familie dich behandelt, als wärst du ein bisschen matschig in der Birne. Wenn du mich manipulieren willst, dann sei wenigstens ein bisschen kreativ dabei. Ach, Tristan, das
Arbeitsangebot steht doch. Arbeite mit mir und meinem Vater zusammen und du verdienst viel Geld und Anerkennung. Außerdem sind wir ein gutes Team. In jeder Beziehung. Ich werde mal wohlwollend darüber nachdenken. Zeit für einen kleinen Rückfall in die guten alten, schlechten Gewohnheiten. Bevor der Unfall passiert ist, da hat Vicky den Riss bemerkt. Sie hat gesagt, sie wollte es nähen. Hab ich gemeint, musst du doch nicht. Das kann Martha doch machen. Wenn wir schon eine Schneiderin bei uns zur Untermiete haben. Sie wollten Martha fragen, aber dazu kam es nicht mehr. Wenn ich Martha frage, ob sie das nähen kann? Nein. Aber es war doch deine... Nein. Ich kann ohne das Kissen nicht schlafen. Ich meine, ich kann sowieso nicht schlafen, aber... Es beruhigt mich irgendwie. Es riecht so gut nach Vicky. Das riecht wirklich nach ihrem Parfum. Wenn ich in die Firma gehe, dann kann das Martha bestimmt gleich nähen. Und dann hast du den Mitzug heute Abend wieder. Okay. Aber es darf nicht gewaschen werden. Klar. Versprochen. Ich frag noch mal. Du bist dir ganz sicher, dass der auf Kerle steht? Was? Na, das Model, dieser Olli. Ja, hab ich mal gehört. Alles in Ordnung? Du warst vorhin schon so komisch. Und du siehst blass aus. Hat der feine Herr Graf... Wie oft denn noch? Ich hab nichts mit Ansgar. Wenn du Tanja morgen heiratest, dann kann das mit uns nicht weitergehen. Ich werde alles dafür tun, um diese Ehe zu verhindern. Eva, ich sorge dafür, dass Tanja uns in Ruhe lässt. Alles okay? Ja, ja. Okay. Danke für Ihr Verständnis, Frau Rotz. Ja, auf Wiederhören. Ja, wenn das mal nicht die Chef, die Designerin von LCL ist. Was machst denn du hier? Ich hab das mit Tanja gehört und ich wollte mal hören, ob es irgendwas Neues gibt. Sag mal, ist bei dir alles klar? Ja, mir geht's gut. Sag mal, hast du getrunken? Quatsch. Natürlich, ich riech's doch. Du stinkst wie ein ganzer Schnapsladen, Mann. Vielleicht klitzeklein zum Mittag. Was ist los, Tristan? Alles okay. Ich holte einfach mal
vorbeischauen und sehen, wie es meiner kleinen Schwester so geht. Ja? Sag mal, wir haben hier wirklich heute einen harten Tag vor uns und dir fällt nichts Besseres ein, als dich volllaufen zu lassen? Was heißt hier volllaufen lassen? Ich habe alles im Griff. Ja, und warum bist du dann hier und nicht im No Limits? Weil ich will euch helfen und es brennt doch alles hier und da dachte ich. Doch dachtest du, dass du in dem Zustand eine große Hilfe bist, hm? Ich bestell dir jetzt einen Kaffee und du bleibst hier sitzen. Haben wir uns verstanden? Gut, wir können auch zusammen raus. Nein, du setzt keinen Schritt vor die Tür. Zu Befehl. Tschüss. Die Ärzte müssen doch wissen, was mit ihr los ist. Was an? Sie wird noch untersucht, hast du nicht verstanden? Aber sie ist wieder stabil, oder? Ja, Mendes hat gerade ein MRT angeordnet. Ein MRT? Wieso das denn? Sie hat einen Herzstillstand. Ich muss jetzt Schluss machen. Ja. Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber gibt es etwas Neues von Frau von Lahnstein? Wir alle machen uns große Sorgen. Danke. Sie wird zurzeit noch untersucht. Also weiß man noch nicht, was den Herzstillstand ausgelöst hat? Nein. Die Ärzte sind nach wie vor ratlos. Sie ist zwar wieder stabil, aber wenn nicht bald klar wird, wie man ihr helfen kann, dann. Ja, wenn dann sonst nichts mehr ist. Oder gibt es irgendetwas, das Sie mir vielleicht noch sagen wollen? Danke, dass du das für mich machst. Ich würde das nur in Fetzen verwandeln. Kein Ding. Also, es ist dringend, weil heute ist hier echt Alarm. Wegen der Pelzpräsentation? Nee, die ist abgesagt. Tanja ist eben umgekippt. Was? Wieso das denn? Ich habe keine Ahnung. Aber sie ist im Krankenhaus. Mein Gott, meinst du, das hat irgendwas mit dem Unfall zu tun? Ich weiß nicht. Wie geht's denn dir eigentlich? Besser. Ja, es tut gut, zu Hause zu sein, meinem Papa zu helfen bei dem ganzen Haushalt und Tommy. Ich find's echt toll, wie du dich reinhängst. Am Anfang habe ich nicht so viel auf die Reihe bekommen. Wir haben jetzt rosa Unterwäsche. Echt? Naja, auf jeden Fall. Also, wenn ich mehr Zeit habe, dann helfe ich euch gerne. Das passt schon. Danke. Wie lange brauchst du dafür? Das ist die Lieblingsbettwäsche von meinem Papa. Gib her. 2 Stunden? Hm? Dankeschön. Bis später. Sie haben gesehen, wie Ansgar eine Packung mit Gift weggeworfen hat? Ich weiß nicht, ob es Gift war. Aber da war ein Totenkopf auf der Packung. Ein Totenkopf? Ja, natürlich war das Gift. Was denn sonst? Aber ich habe doch nur gesehen, wie er die Packung weggeschmissen hat. Nicht, dass er davon irgendwas irgendwo reingetan hat. Und er hat ein Motiv. Tanja hat ihn zu dieser Ehe erpresst, obwohl er ganz offensichtlich ist, dass er sie liebt. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht seine Geliebte sein will. Und dass wir uns nicht wiedersehen können, wenn er das mit der Hochzeit wirklich durchzieht. Und er meinte, dass er alles tun will, um Tanja irgendwie loszuwerden. Ach, das hat er gesagt. Aber wahrscheinlich hat das alles gar nichts zur Bedeutung. Ich bin mir sicher, dass er sowas nicht tut. Ansgar ist kein Mörder. Ja, noch nicht. Und damit das auch so bleibt, fahren wir bei dir jetzt ins Krankenhaus. Was? Aber Sie haben die Packung gesehen, also werden Sie den Ärzten auch erklären, wie dieses Etikett aussah. Das schaffen wir nicht mehr, die alle anzurufen. Die Damen werden hier auflaufen und nicht gerade begeistert sein. Zum Glück gibt es in Düsseldorf genügend Alternativen für reiche Russinnen, ihr Geld loszuwerden. Alles in Ordnung, alles gut. Ist nichts passiert, einfach weitermachen. Er hat Rückkaffee bekommen, ich habe noch versucht, ihn aufzuhalten, aber kein Problem, ich kümmere mich drum. Ich muss leider auf Schloss Königsbrunn. Kümmerst du dich um die Gäste? Ja, klar. Hast du schon diese Bloggerin Rosi Bauerkamp erreicht? Ja, habe ich alles schon erledigt. Frag Marlene, ob sie den Models abgesagt hat. Mach dir mal keinen Stress. Kümmer du dich um deinen Bruder, ich mache hier alles. Ja, danke. Meine Schwester. Ja. Also, wo gehen die zwei Hübschen jetzt noch hin? Ja, aufs Schloss. Du kommst jetzt mit, keine Widerrede, ja? Alle mal herhören. Ich
habe gerade erfahren, dass die Pelz-Preview jetzt doch stattfindet. Davon wusste ich ja noch gar nichts. Oh. Ich wusste gar nicht, dass bei LCR jede Entscheidung der Geschäftsführung mit der Empfangsdame abgeklärt wird. Das haben Sebastian und Rebecca gerade entschieden. Aber wenn du mir nicht glaubst, kannst du sie anrufen. Quatsch. Ich habe mich nur gewundert, weißt du? Und deine Süße wird sich erst wundern. Ja, Leute, wir haben schon genug Zeit verloren. Rocken wir das Baby. Was hast du ihr gegeben? Was? Bist du bescheuert? Du hast sie vergiftet. Ich hab was? Du wolltest diese Hochzeit verhindern. Was? Blöd, wenn so ein Gift zu spät wirkt. Jetzt sag mir endlich, was du ihr gegeben hast! Du hast ihm gesagt, dass du mich mit dieser Packung gesehen hast? Nimm deine blöden Griffe von mir, verdammt! Ja, ich hab drüber nachgedacht, aber ich hab's nicht getan. Mal abgesehen davon, dass ich kein Mörder bin, hat Tanja doch längst dafür gesorgt, dass alles, was sie Belastendes gegen mich in der Hand hat, sofort bei der Staatsanwaltschaft landet, wenn ihr irgendwas passiert. Gott, nochmal, hast du deinen Kopf nur, damit irgendwas oben aus dem Anzug rausguckt? Glaubst du im Ernst, ich riskiere alles, was mir wichtig ist, um danach für Jahre in den Knast zu gehen wegen Mordes? Ansgar van Lahnstein? Sie stehen unter Verdacht des versuchten Mordes an Tanja van Lahnstein. Sebastian, du weißt, dass das Schwachsinn ist. Wenn Sie uns dann bitte folgen wollen. Mach mal die zwei Burritos. Und ich finde es gut, dass du dich wegen Victorias Rezept nicht mehr verrückt machst. Ja? Mhm. Und bei dir und Thomas alles gut? Ja. Hast du zufällig mit ihm noch mal über Dana gesprochen? Nee, wieso? Na, weil er sich da total in was verrannt hat. Ich meine, sie hat sich verliebt. Meine Güte, das passiert nun mal. Das kann man doch nicht teilen. Ja, ja, ich weiß, aber ich möchte Papa nicht widersprechen. Ja, er hat schon genug Probleme, da muss ich mich nicht auch noch mit ihm streiten. Ja, aber du kannst ihm auch nicht in allem recht geben, das hilft niemandem weiter. Emilio, kann ich bei dir auch ein Burrito vorbestellen für heute Nachmittag um 4 Uhr? Denn die Präsentation der Pelzkollektion findet jetzt doch statt. Das heißt, ich werde modeln und muss das Mittagessen ausfallen lassen. Ja, dabei habe ich jetzt schon so einen Kohldampf. Aber deswegen will ich dann wenigstens später um 4 Uhr einen richtig geilen Burrito mit allem Schnickschnack. Okay, und wer kommt zu dieser Präsentation so? Ja, die ganzen krassen, reichen Russen-Tussis, die hier das Geld ihrer Männer verballern. Ach was, und gibt es schon Catering? Falls du gerade darauf spekulierst, denen deine Burritos anzudrehen, vergiss es. Es gibt ein richtiges Catering mit Champagner, Kaviar für alle. Alles klar. Also, Punkt 4 Uhr mit allem drum und dran, ne? Gut. Super. Na, Schatz, wie klingt das, hä? Ich finde, du solltest da hingehen und endlich mal wieder unter Leute kommen. Ich weiß nicht. Hey, es gibt Champagner und Kaviar und das alles für Lauf. Ist doch genau dein Ding. Papa wartet auf sein Mittagessen. Ich mach die zwei Burritos und bring sie ihm zu Hause vorbei. Und du gehst dahin. Hm? Was ist? Komm, schau. Nein, Justus, ich brauche die Inhaltsstoffe. Ja, natürlich finden Sie das Gift nicht im Schrank. Ansgar hat's doch weggeworfen. Ja, ich warte. Und was ist, wenn Ansgar doch recht hatte? Oh, bitte, das glauben Sie doch selbst nicht, oder? Wie, der Müll wurde gerade abgeholt. Holen Sie mir Frau Linse ans Telefon, aber schnell, Dr. Mendez. Ich muss in den OP. Tanja? Wir wissen jetzt, warum sie zusammengebrochen ist. So wie es aussieht, dann wurde sie vergiftet. Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, aber das stimmt nicht. Ihre Ex-Frau hatte ein Aneurysma im Gehirn. Das Gefäß ist geplatzt, wie das CT gezeigt hat. Sie wird gerade für eine Notoperation vorbereitet. Ich muss... Ja, danke, Frau Linse. Es hat sich aber erledigt. Oh Gott. Du, ich wollte sagen, ich komme ein bisschen später nach Hause. Die neue Pelzkollektion wird vorgestellt und da wollte ich dabei sein. Okay. Es sei denn, du brauchst mich zu Hause. Ist schon in Ordnung. Bleib ruhig und amüsier dich. Denkst du dran, dass Tommy in einer halben Stunde sein Fläschchen bekommt? Natürlich. Also neues Milchpulver zum Schrank. Davon kommen 3 Löffel auf das Fläschchen und das Wasser darf auf keinen Fall mehr kochen. Kim,
Ich weiß, wie man Tommy ein Fläschchen macht. Ja, natürlich. Ist okay. Ehrlich. Jetzt leg auf, damit du ein bisschen Spaß haben kannst. Weißt du was? Ich gehe nicht zu dieser Vorstellung. Ich komme direkt nach Hause. Warte schnell auf mich. Aber du sagst doch immer, kein Mensch, der nur ein bisschen Grips im Kopf hat, trägt Pelz. Kim. Ich weiß, bei LCL werden Biopelze verarbeitet. Sind trotzdem tote Tiere. Bis gleich. Hey, da bist du ja. Alles wieder ganz. Super. Warum ist der so glatt? Ich wollte Thomas Rosa Bettwäsche ersparen und dir ein wenig Arbeit. Deswegen habe ich es waschen und bügeln lassen. Du hast was? Okay, ich glaube, es reicht. Es reicht erst, wenn ich es sage. Hey, das ist Folter, ja? Sowas ist. Du hast meinen Arbeitstag versaut. Ich glaube, ein bisschen Spaß haben. Okay. Ich bin nüchtern, ja? Mir geht's gut. Wir hören erst auf, wenn ich mir sicher bin, dass du keine Gefahr mehr bist. Für wen soll ich eine Gefahr sein? Für dich und alle anderen. Ich hab. Okay. Oh, danke, Justus. Jetzt könnte ich einen Grog gebrauchen, aber lassen Sie den Tee weg. Tristan! Es war ein Scherz. Herzlich willkommen. Sag mal, findet die Preview jetzt doch statt? Weißt du was? Ich glaube, ich gehe lieber noch ein bisschen arbeiten. Diese Alexa. Die kann ja gar nichts. Heiße Luft. Sag mal, ich dachte eigentlich, wir zeigen nicht so lange, dass Tanja so schlecht geht. Ja, dachte ich auch. Oh. Ja, Entschuldigung, aber ich kann nicht objektiv sein bei dieser Alexa. Ich kann die Tussi immer nicht ausstehen. Du musst dich bei mir nicht entschuldigen. Ich finde die auch ganz schön gruselig. Mhm. Oh Gott, ich glaube, das ist echt nicht meine Party. Rosi! Oh, toll, dass du es geschafft hast. Ich liebe deinen Fashion-Blog. Du hast wirklich die coolsten Looks. Muss ich auch haben, einen Fehler, und ich bin weg. Have fun, darling. Herzlich willkommen zur Preview von Berg at LCL. Ich freue mich total, dass Sie es geschafft haben zu kommen, um einen Blick auf die ersten Modelle unserer Pelzkollektion zu werfen. Ja, schauen Sie sich um, lassen Sie sich verwöhnen. Unsere Models sind mitten unter uns, damit sie den Designs ganz nahe kommen können. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich bei LCL für die tolle Zusammenarbeit bedanken. Tja, leider wird dieser Tag heute von einem ganz bedauerlichen Ereignis überschattet. Tanja von Lahnstein liegt nach einem Zusammenbruch im Krankenhaus. Das glaube ich jetzt nicht. Erheben wir unser Glas auf eine große Stilikone, ohne die dieses Event heute nicht möglich gewesen wäre. Tut mir leid, dass ich mich noch nicht gemeldet habe. Kein Problem, verstehe ich doch. Und? Tanja hat ein geplatztes Hirnaneurysma, wird gerade notoperiert. Oh Gott. Sie schafft das. Frieda, ich. Ist schon okay. Falsches Timing. Unsere Zeit auf Hawaii, das war wirklich was ganz Besonderes für mich. Für mich auch. Und ich hätte dich gerne besser kennengelernt. Aber deine Ex-Frau braucht dich jetzt. Und du liebst sie. Wie lange sollen wir denn jetzt noch hier rumlaufen? Bis du mir versprichst, dass du heute die Finger vom Alkohol lässt. Frische Luft ist wichtig. Ich verspreche es hoch und heilig, okay? Kann ich dir vertrauen?
Ja, das war einfach idiotisch von mir. Kein Problem. Ich muss jetzt aber zurück in die Firma. Hör mal, ich wollte noch mal mit dir sprechen. Also, über diese ganze Sache. Ja, ich würde auch gerne mit dir sprechen, aber ich habe Alexa und Marlene dort mit der ganzen Arbeit allein gelassen. Und weißt du, manchmal, da stehe ich zwischen diesen ganzen Flaschen und dann denke ich mir, naja, gut, einen kannst du jetzt. Und dann wären es 5 oder 6. Und du weißt nicht mehr, was du tust. Keine Ahnung, was da mal passiert. Ich muss jetzt wirklich los. Alexa, was gibt's? Also, falls du dir Sorgen um mich machen solltest, Rebecca ist immer noch bei mir. Ich wollte mich nur bei dir bedanken. Das läuft ja alles wie am Schnürchen. Die Russinnen sind ganz aus dem Häuschen und die Modebloggerin auch. Wieso mehr Champagner? Ich dachte, die Pelzparty ist abgesagt. Das hast du jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Doch. Und ich fürchte, Rebecca ist gerade auf dem Weg zu dir. Du Idiot, warum? Ganz einfach, weil es so mehr Spaß macht. Ich finde, das Glibberzeug gesehen habe, dachte ich echt, ich esse heute gar nichts. Aber der ist wirklich gut. Danke. Und Kim hat sich bestimmt sofort auf den Kaviar gestürzt, oder? Bei eurer Pelzpräsentation, wo sie gerade ist. Nee. Ich dachte eigentlich, dass du weißt, dass Kim heute vollkommen von der Rolle ist. Ich musste doch so einen Riss in einen der Bezüge nähen. Und da dachte ich, ich tue ihr einen Gefallen und habe das ganze Wäscherei gegeben. Aber sie ist vollkommen ausgetickt. Hat mich angeschrien. Bis dahin dachte ich, dass es ihr eigentlich besser geht. Ich habe ihr selbst geraten, zu Thomas zu ziehen, damit er nicht so alleine ist. Aber mittlerweile frage ich mich echt, ob das den beiden gut tut, wenn sie so aufeinander hauen. Ich finde es schon ganz schön, wie Kim sich um ihren Vater kümmert. Ja, aber das bringt doch nichts, wenn sie sich gegenseitig nur runterziehen. Macht sie das? Ich weiß nur eins, dass Viktoria in Kims Arm gestorben ist und sie seitdem völlig fertig ist und sich Vorwürfe macht, dass sie es hätte verhindern können. Sie hat sogar Albträume, pausenlos. Es tut mir so leid. Ich hatte das Martha wirklich nur zum Nähen gegeben. Ich wusste nicht, dass sie das wäscht. Tut mir wirklich leid, aber ich kann das jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Aber schau mal, Mamas Tasse steht noch hier. Und da bleibt sie auch. Ihre Sachen bleiben im Schrank, ihr Make-up im Bad, alles bleibt, wie es ist. Ja, das verspreche ich dir. Okay. Schönes Pilz. Ja, und ist schöne Frau. Das hier. Ah, Hut. Ja. Ja, das ist ein Martha Wolf Design. Ja. Sind immer da. Ja. Danke. Und ich glaube, den gefällt mein Hut. Nee, danke. Das heißt, ich muss mich bei dir bedanken. Ohne dich wäre dieser Hut wohl wahrscheinlich in irgendeiner Schublade versauert. Da kommt Rebecca von Lahnstein. Wenn du also ein Interview mit uns beiden willst. Oh ja, gerne. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber eure Kollektion haut mich weg. Herzlichen Glückwunsch. Danke, das freut mich total. Kann ich dich mal bitte unter 4 Augen sprechen? Süße, da bist du ja endlich. Ein paar Worte zu den Schnitten, bitte. Klassisch, verspielt, bisschen unanständig. Lässt man die Pelze an im Bett? Ach, das überlasse ich der Trägerin. Ich bin so froh, dass diese Preview stattgefunden hat. Wirklich. Es ist ein Highlight dieser Saison. Ja, wir sind alle total besorgt wegen Tanja von Lahnstein. Aber wie Rebecca immer sagt, the show must go on. Ja, ich denke auch, dass Tanja nicht gewollt hätte, dass wir ihretwegen diese Preview absagen. Kim. Hey. Ich dachte, du bist beim großen Pelz-Happening. Ja, eigentlich schon, aber ich hatte hier noch zu viel zu tun. Ja, ich habe jedenfalls eure Burritos dabei. Danke. Emilio, wir haben schon gegessen. Sorry, ich hab's vergessen. Was gab's? Ich habe mich nochmal in Mamas Bolognese gemacht und diesmal hat's tatsächlich geschmeckt. Mama schläft. Kim, wie lange soll diese Tasse noch hier stehen, hä?
Da ist Schimmel drin, das ist ekelhaft. Ah, ich weiß, ich bin noch nicht dazu gekommen. So, da hängt noch Victorias Jacke und wenn ich jetzt ins Bad gehe, ist da bestimmt noch ihre Zahnbürste, hä? Mensch, Kim, Victoria ist tot. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie es für dich war, als sie in deinem Arm lag, aber ihr könnt die Zeit einfach nicht anhalten. Du hast keine Ahnung. Ja, hab ich auch nicht. Aber ich weiß, dass du dir nach wie vor Vorwürfe machst, dass du den Tod hättest verhindern können. Aber das ist Quatsch, das konntest du nicht tun. Aber jetzt kann ich was machen. Ich kann Papa helfen. Du hilfst ihm aber nicht, wenn du hier ein kleines Victoria-Museum eröffnest. Das ist krank. Ja, danke. Jetzt haben wir einen Dachschaden. Nein, das habe ich überhaupt nicht so gemeint und das weißt du auch. Ich versuche einfach, Papa zu helfen. Und wenn es ihm hilft, dass wir erstmal alles so lassen, dann... Es bringt niemanden was, wenn es hier so bleibt, wie es ist. Ihr müsst ja nicht anfangen zu trauern. Das würde euch helfen. Aber ihr müsst es zulassen. Gehen lassen. Es tut mir leid. Du hast nicht mal versucht, mit mir zu reden. Doch. Ich hab dich angerufen. Wie oft? Zweimal? Dreimal? Ich bin einmal nicht erreichbar und du hast nichts Besseres zu tun, als zu Sebastian zu rennen. Ich wollte Sebastian nicht sagen. Aber Tanja war in Lebensgefahr und keiner wusste, warum sie zusammengebrochen ist. Ich konnte nicht schweigen. Aber du konntest glauben, dass ich Tanja umbringen wollte, ja? Ich hab dich mit dem Gift gesehen. Was hättest du denn gemacht? Ich hätte gewusst, dass du zu so etwas nicht in der Lage bist. Ich hätte keine Sekunde überlegen müssen. Für dich hätte ich beinahe alles aufgegeben. Hast du aber nicht. Weil dir dein Schloss und dein Status wichtiger waren als unsere Liebe. Unsere Liebe. Du gehst davon aus, dass ich fähig bin, einen Mord zu begehen. Ich dachte eben, du warst so verzweifelt und es ging um so viel mehr für dich. Ach so. Das konntest du natürlich besonders gut nachvollziehen. Ausgerechnet du. Ausgerechnet ich, die für Geld mit Männern schläft. Sag's ruhig. So wird das immer sein. Du bist wütend auf mich und plötzlich bin ich wieder die kleine Nutte. Dann ist es doch für uns beide gut, dass ich Tanja geheiratet habe. Und nicht dich. So sehe ich das auch. Geht's dir? Wir konnten die Blutung stoppen. Ach, danke. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Das war nicht alles? Ihre Ex-Frau hat erhebliche Einblutungen erlitten. Es tut mir furchtbar leid, aber sie liegt im Koma. Wie Koma? Aber Sie haben doch so schnell operiert. Das Aneurysma ist wohl schon letzte Nacht geplatzt und hat eine Sickerblutung verursacht. Die Blutung war zu weit fortgeschritten für eine Spontanruptur. Wir vermuten, dass das Aneurysma eine Spätfolge des Autounfalls vor 3 Wochen war. Tanja, bitte. Deine Zusammenbrüche waren auch schon mal besser. Hey. Es geht mir nicht gut. Das heißt, wenn letzte Nacht jemand etwas bemerkt hätte und sie zum Arzt gefahren hätte, dann würde sie vermutlich nicht im Koma liegen. Nein, aber solche Überlegungen helfen Ihrer Ex-Frau jetzt nicht weiter. Ich kann Ihnen versichern, wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Herr Dr. Mendes, Sie haben noch gar nicht gesagt, wie lange Ihrer Meinung nach Tanja im Koma liegen wird. Weil ich es nicht weiß. Soll heißen? Ich, beziehungsweise niemand, kann Ihnen sagen, wann und ob Ihre Ex-Frau wieder aufwachen wird. Passiva. Ich freue mich total, dass dir die Pelze gefallen, Irina. Ich warte auf deine Bestellung. Ich hätte wissen müssen, dass da was faul ist. Vergiss das. Und im Endeffekt hat sie recht. Man so kurzfristig absagen, das ist echt unprofessionell. Trotzdem, jetzt weiß ich wenigstens, dass ich sie aus gutem Grund nicht mag. Das war ganz schön hintenrum. Ich glaube, ich muss Alexa in Zukunft ein bisschen mehr auf die Finger schauen. Sie ist jemand, die jede günstige Situation für sich ausnutzt. Mhm. Danke. Das war
war eine nette Vorstellung. Die Rolle liegt mir im Blut. Weißt du, ich kann ab jetzt auf dich zählen? Vielleicht. Auf dich, Tanja. Wenn du, falls du zurückkommst, wird sich ja einiges verändert haben. Familie, ohne Firma, ohne dieses Schloss und ohne... Ja, ich hätte dich nicht zwingen dürfen. Du wusstest ja genau, wie du bist. Ja, ich konnte doch nicht wissen, dass du so krank bist. Aber ich hätte es merken müssen. Tanja, du musst zurückkommen. Ich weiß doch überhaupt nicht, wie ich weitermachen soll ohne dich. Take my hand.